Dennis Schröder zu den Lakers. Just a kid from Germany. Vielleicht vertausche ich ihn. Das denke ich auch, Digga. Weil ich weiß auf jeden Fall, dass Gordon Herbert, unser Trainer, kein Wort Deutsch konnte. Oder meinst du Weiler Bepp? Weiler Bepp wahrscheinlich, Bruder. Den haben wir nämlich extra aus Amerika geholt. Der hat irgendwo deutsche Wurzeln, ist aber eigentlich Amerikaner, aber weil er halt irgendwo deutsche Wurzeln hat, haben wir ihn in die deutsche Mannschaft geholt. Das kann gut sein, Digga. Der hätte ich jetzt auch nicht irgendwie niedermachen oder so, ne? Aber bei Thiemann habe ich genau nach dem Spiel gesehen, der hat direkt ein deutsches Interview gegeben. Deswegen habe ich gerade ein bisschen gewundert, weißt du? So, Dennis Schröder zu den Lakers. Just a kid from Germany. 1080p, sag mal. Das macht er doch extra für mich. Ein Ehrenmann, Digga. Wer da noch kein Abo dagelassen hat, Digga, deutscher Basketball-Content, muss man unterstützen. Schröder lehnte vor knapp 2 Jahren ein 4 Jahre und 4... Nein, stopp. Wisst ihr was? Es reicht langsam. Ich kann... ein Ehrenmann, sag ich doch. Kann es wirklich nicht mehr hören. Sobald es um Dennis Schröder geht, hören wir immer nur diese eine Geschichte und es reicht langsam. Warum reden wir nicht lieber darüber, wie absurd gut Dennis Schröder bei der Europameisterschaft gespielt hat? Oder dass er vorgestern nach dem Halbfinale verkündet hat, dass er einen neuen Millionenvertrag in der NBA unterschreiben wird, etwas, das nicht viele Basketballspieler auf der Welt von sich behaupten können. Das sind doch mal schöne Themen über einen deutschen Spieler, der unfassbar viel Kritik einstecken musste in seiner Karriere und das nicht nur bezogen auf seine Leistungen auf dem Parkett. Auch ich war gerade bis zu seiner, man kann schon fast sagen, Breakout-Saison 2019-20 bei den Thunder ein Schröder-Kritiker und auch ich war als Lakers-Fan nicht unbedingt glücklich mit seinen Leistungen dort. Ja, allerdings kann man langsam aber sicher nicht mehr abstreiten, wie gut Dennis auf dem Parkett ist, wie viel er drauf hat. Bruder, Schröder kann nicht nur hupen, Digga, der ist ein richtiger Hooper-Hoop. Ein Hooper-Hoop, Digga. Cash Nasty hat da irgendwie eine Tabelle aufgestellt, wie man das machen muss, aber er ist auf jeden Fall ein Hooper-Hooper, Digga. Der kann richtig. Und gerade in Deutschland haben wir eine echte Kostprobe davon bei der Eurobasket bekommen. Also, heute mal wieder eine Analyse, wie gut war Dennis bei der AM, was bedeutet sein Wechsel zu den Lakers und könnte es vielleicht sogar heißen, dass Russell Westbrooks Abschied noch vor der Opening Night nun realistischer geworden ist. Was ich mir erhoffen würde bei Lakers. Dann lasst ja gerne ein Like und Abo da, aktiviert gerne die Glocke, so heftig. I'm not a Hooper Hooper, I'm just a Hooper. Cash Nasty, ja, ja, aber er ist ein Hooper Hooper, genau, Digga. Noch mehr Basketball-verrückte Leute mit meinen Videos zu erreichen. Da bin ich doch schon dabei, Digga. Für mehr NBA und auch privaten Content könnt ihr mir übrigens sehr gerne auf Instagram folgen. Ich habe euch mal meinen Insta-Account unten verlinkt. So, Freunde, dann wollen wir mal, bevor heute Nachmittag das Spiel um Platz 3 startet und dann später das große Finale in Berlin steigt, möchte ich Dennis Schröder mal explizit für seine Leistung loben. Er war der mit Abstand beste deutsche Spieler in der K.O.-Phase, machte zwei der besten Spiele seiner Karriere im Viertel- und Halbfinale. Natürlich war der Erfolg der Deutschen bei dieser EM eine kollektive Teamleistung und darüber wird nach dem Spiel um Platz 3 auch noch ein separates Video kommen, aber Schröder muss man da, denke ich, besonders hervor. 2016 war das verrückteste Jahr im Basketball. Nicht nur im realen Basketball, ich glaube auch in 2K-Sachen. War 2016 eines der wildesten Jahre auf jeden Fall. Vorheben. Aber was meinst du jetzt? 26 Punkte und 8 Assists gegen die Griechen im Viertelfinale bei 8 von 15 aus dem Feld, 3 von 6 Dreiern und 7. Und Dennis Schröder hat auch irgendwann die Arbeit von Maodo Loh einfach mit übernommen, ne? Maodo Loh konnte leider nicht mehr so überzeugen, wie er es die in der Vorrunde geschafft hat. Aber am Ende hat Dennis Schröder einfach überzeugt. Von 7 von der Freiwurflinie, ein On-Off von plus 19. Und dann 30 Punkte und erneut starke 8 Assists gegen die Spanier im Halbfinale bei hervorragenden 11 von 17 aus dem Feld, 3 von 7 Dreier und 5 von 5 von der Freiwurflinie und sogar irren 8 von 10 aus dem 2-Punkte-Bereich. Insgesamt legte der 29-Jährige im bisherigen Turnier starke 21 Punkte und 7 Assists pro Spiel auf und gehörte mit easy zu den besten Spielern der Europameisterschaft. Ja, vor allem musst du überlegen, die Spiele gingen immer so im 80er-Bereich aus, ne? Höchstens mal 90er. Am Ende, dass wir in einem 100er-Bereich gegen Griechenland geendet sind, das hatte echt schon langsam NBA-Ausmaße, das Spiel, so punktemäßig. Was mir am besten gefallen hat, ist, wie er gerade in den letzten beiden Spielen seine Stärken ausgespielt hat und vor allem das LeBron-Comeback, perfekte Season. Ich sag dir alles, außer das LeBron-Comeback, hat es eine perfekte Season gemacht. Damit meine ich insbesondere, wie Schröder den Korb attackierte. Ich muss sagen, das war halt auch mein erstes Jahr, den ich Finals geguckt habe. So. Und da kann ich mir gleich reinziehen wie LeBron. Vor allem, ich glaube, ich habe erst die letzten 3 Spiele oder so gesehen von den Finals, weil ich das auch erst sehr spät mitbekommen habe. Das war wirklich auch meine erste Season, die ich so Basketball mitbekommen habe. Und ganz spät habe ich dann erfahren, dass die Golden State Warriors, also mein Lieblingsteam, Zweitlieblingsteam nach den Chicago Bulls natürlich, gegen die Cavs spielt in den Finals und dass sie vor allem gerade spielen, hat mir das Spiel dann noch reingezogen, konnte mir dann reinziehen, wie LeBron irgendwie
halt einfach gar nichts mehr anbrennen lassen hat. Das war ein Stich ins Herz. Bevor die Spanier ihren kompletten defensiven Gameplan umstellten und sogar Box and One oder 3-2-Zone spielten in der zweiten Hälfte, killte Schröder ihre Man-to-Man-Defense regelmäßig mit Drives zum Korb. Immer wieder zog er über eine beliebige Seite zum Korb und war damit extrem unberechenbar, packte Hesitations und schnelle Richtungswechsel aus und finishte beidhändig am Rim. Ein ums andere Mal holte er sich Switches gegen langsamere Defender in Ballscreen-Situationen, legte sie sich zurecht und machte Barbecue Chicken aus ihnen, profitierte dabei natürlich auch von dem guten deutschen Spacing. Der schnelle erste Schritt bleibt auch mit 29 Jahren absurd und Schröders größte Stärke, und er kann beim Drive eben auch super weit runtergehen und nah am Boden dribbeln. Und das ließ sich nicht nur gegen Spanien beobachten, sondern zog sich so durch das gesamte Turnier. Kurze These, hätte Spanien nicht Troy Brown gehabt, dann wäre das Ding ganz anders ausgelaufen. 100%. Ja, Dennis war unfassbar effektiv und effizient, wenn er den Korb attackierte. Er zeigte eine Menge kreative und perfekt ausgeführte Moves mit einer hervorragenden Fußarbeit. Hier beispielsweise mit einem Spin-Move und And-One-Floater, das ist schon ganz große Klasse. Muss man sagen. Und in dieser Szene vernaschte er die gesamte französische Verteidigung, inklusive bzw. besonders Rudy Gobert, was der ist war eh für ein genialer Move. Schröder hat sich ein fantastisches Lorenzo Brown? Hieß der Lorenzo? Hieß er nicht Troy? Oder Trey oder so? Ja, auf jeden Fall der Brown-Typ, Bruder. Der hat alles auseinandergenommen. Er hat sich den Eurostep angeeignet, mit dem er nicht nur die Richtung ändert, sondern außerdem auch sein Tempo. Schaut mal, wie er hier verzögert. Bruder. Das sorgt dafür, dass er sich A. Platz schafft und B. es so seinem Defender quasi unmöglich macht, dessen Contest optimal zu timen. Er macht es, wie es im Lehrbuch steht, immer den Topfoot, also den vorderen Fuß des Verteidigers attackieren, und dann kannst du eben auch nichts mehr dagegen machen. Es war, glaube ich, häufig einfach eine Mindset-Frage. Schröder hat gewisse Freiheiten in der deutschen Offensive, er kann selber entscheiden, ob er werfen will oder nicht, und ich fand es fantastisch, dass er sich so häufig gegen den Wurf und für den Drive entschieden hat. Der Wurf hingegen ist und bleibt eine wackelige Angelegenheit, den wird er auch nicht mehr wirklich konstant über einen längeren Zeitraum hochprozentig treffen. Insgesamt steht er bei der EM bisher bei 14 von 49 Dreiern, das sind 28,6%. In den letzten beiden Spielen traf er absolut hervorragend, dann ist er auch ein anderer Spieler, als Stärke würde ich das aber trotzdem nicht bezeichnen. Nee. Sein Playmaking und Pass. Man muss auch sagen, sein Shot sieht halt nicht übertrieben clean aus. Passing allerdings schon, die Art und Weise. Kann aber gut shooten? Ja, er kann gut shooten, aber ich würde ihn niemals als Shooter bezeichnen. Wie Schröder bei der Europameisterschaft die Fäden der deutschen Offensive gezogen hat, war wahnsinnig gut, darüber lässt sich eigentlich auch nicht streiten. Das war jetzt alles kein mindblowing Stuff, aber mehr als solide Point Guard Arbeit. Schröder leitete Spielzüge ein und schaute, dass er die Kollegen involvierte. Er fand freilaufende Shooter, Cutter, sah, wenn Kollegen freistanden oder Mismatches hatten. Er fand einen guten Mittelweg zwischen dem Ball dominieren und Schönes Bewegung und Ball Movement in der Offensive drin ist. Schröder durchbrach immer wieder gegnerische Defense und kreierte so Vorteile, von denen dann die Mitspieler anschließend profitieren konnten. Dennis sezierte Defenses in Pick-and-Roll-Situationen und hatte eine wundervolle Dynamik mit zum Beispiel Daniel Theis, das hat mir richtig gut gefallen. Das alles schaffte er, während er seine Ballverluste relativ gering hielt und auf dem kleineren Fieberpaket. Außer dann gegen, ich glaube sogar gegen Polen hat er auch, glaube ich, 6 oder 7 Turnovers gehabt. Das war dann nicht mehr so schön. Pat mit weniger Platz arbeitet. Perfekt traditionale Schröder Point Guard. Schröder ist in meinen Augen. Deswegen verstehe ich das halt nicht, dass er damals bei den Lakers geblieben ist und dann halt. Wer weiß, wie es dann die Season ausgegangen wäre gegen Golden State Warriors oder ob Golden State Warriors dann Champions gewesen wären. Der Hauptgrund dafür gewesen, dass die Offensive der Deutschen in diesem Turnier so viel besser war als angenommen, und die Leistung bei dieser superhohen Usage machte in meinen Augen wirklich Hoffnung auf das, was da bei den Lakers kommt im nächsten Jahr. Und auch defensiv war er hervorragend, wenn nicht gerade Luka Doncic in 1 gegen 1 Situation verteidigen musste. Besonders toll fand ich seine defensive Intensität, dieser Motor, der nicht immer in seiner Karriere da war, die Bereitschaft wirklich alles zu geben defensiv, was er hat. Schröder war ein wahnsinnig aktiver Help-Defender, verteidigte On-Ball solide in Point-of-Attack-Situationen und jagte Off-Ball-Shooter um Screens herum. Oft pickte er seine Matchups direkt nach dem Inbound ab und verteidigte Full-Court, als ob er unendlich viel Energie hätte. Und das ist jetzt auch keine Momentaufnahme gewesen, Schröder ist schon seit Jahren ein wirklich positiver Verteidiger in der Liga. Nun, ist er nach dem Spiel gegen Spanien im Auto auf dem Weg nach Hause, der vloggte zu übrigens auch schon online, und auf einmal kamen haufenweise Nachrichten rein. Ich konnte das natürlich erst... Nach dem Griechenland-Spiel konnte ich nicht schlafen, warum denn nach dem Spiel? Also mir war es eher davor so. Richtig checken, als ich zu Hause war, und da stand es schwarz auf weiß, Dennis Schröder wird zu den Los Angeles Lakers wechseln. So der 29-Jährige unterschreibt einen Minimumvertrag über ein Jahr in Kalifornien und kehrt zu seinem früheren Team zurück.
Lass dich mal so sagen, ich liebe den Deal, habe aber jetzt mehr Fragen als Antworten. Zuallererst ist es ein richtig krasser Value-Deal für LA, dass Schröder mehr Wert hat als das Minimum, war eigentlich schon vor der Europameisterschaft klar und jetzt ist es nochmal um einiges deutlicher. Die Lakers bekommen einen hervorragenden Point Guard, der dem Team so wirklich schade, dass gegen Spanien nicht klappt, und sie bekommen ihn ultra günstig. Oh, das fühle ich aber die noch. Betonung ich auch liegt aber auf Point Guard und noch mehr auf Guard, denn die Frage ist schon, wie viele Spieler wollen die Lakers eigentlich noch im Backcourt haben? Ja. Stand heute haben sie dort Russell Westbrook, Patrick Beverley und Dennis Schröder, die drei Point Guards, plus Austin Reeves, Kendrick Nunn und Lonnie Walker. Das sind 6 Spieler. Prinzipiell nicht schlimm, lieber zu viel als zu wenig, könnte man meinen. Aber problematisch ist aber, dass keiner von denen wirklich auf der 3 spielen kann. Heißt, dass man die Minuten im Backcourt zwischen diesen 6 Spielern aufteilen muss. Das sind 96 Minuten pro Abend. Da kannst du mir sagen, was du willst. Einer wird auf jeden Fall noch von denen getradet, Digga. Austin Reeves wird keine Minuten bekommen und Kendrick Nunn wird auch so gut wie verschwinden. Zumal James eh die offensiven Aufgaben eines Point Guards übernimmt, fragt sich also, was will man mit so vielen Spielern? Also weniger Playmaking für die Point Guards übrig. Dass sie Patrick gesigned haben, war ein Schuss ins Knie. Das wussten sie aber auch vorher nicht. Alleine für die, so von wegen Order-mäßig, wäre am besten gewesen, erst Dennis Schröder, dann Patrick Beverley, weil dann hättest du wahrscheinlich Patrick Beverley gar nicht mehr gesigned. Aber ja, jetzt müssen sie gucken. Das kann auf jeden Fall noch nicht der Core sein, mit dem sie da am Ende in die Season starten müssen. Wollen. Da muss auf jeden Fall noch was getan werden. Und ich bin ganz klar dafür, Russell Westbrook, piss dich. Bilon dort. Hey, ich kenne einen, der gerne gehen kann, was mich zu meinem nächsten Punkt bringt. Es geht natürlich um Westbrook. In meinen Augen sieht es so aus. Die Titelchancen der Lakers stehen und fallen mit der Anwesenheit von Russ. So einfach ist das. Ja, true, leider. Bleibt er, ist es für mich ein Play-In-Team. Geht er und man bekommt vielleicht so etwas wie Miles Turner und Buddy Hield zurück, dann reden wir über einen Contender. Ja, das muss man auch sagen, Digga. Buddy Hield und Miles Turner, nochmal zu den Lakers. Pff. Bleibt Westbrook, ist der Schröder-Deal immer noch schön, aber eigentlich auch nicht wirklich nötig. Nein, sogar vor Schröder, Patrick Beverley ist eine Pest für Team-Chemie. Weiß ich nicht, Digga, weil ich weiß, was du meinst, definitiv mit diesem Pass für Team-Chemie. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Chemie zwischen Russell Westbrook und Patrick Beverley nicht funktioniert. Aber die brauchten Defense, das ist halt klar gewesen, Bruder. Gerade auch in der Point Guard-Situation. Also bei Patrick Beverley gar nicht schlecht, Digga. Jetzt hör mir zu. Stell dir vor, Dennis Schröder als Haupt-Point Guard, Russell Westbrook weggetradet für Buddy Hield und Miles Turner. Dann hast du noch einen sehr guten Shooting Guard und einen Power Forward, der halt einfach Defense hier nochmal gibt. Und halt shooten kann. Also die auch Spacing gibt. Und dann hast du jedes Mal, wenn der gegnerische Point Guard anfängt aufzudrehen, packst du Patrick Beverley rein, anstatt Buddy Hield auf dem Shooting Guard. Den lässt du dann den Point Guard verteidigen. Und Dennis Schröder kann halt im Endeffekt den anderen Shooting Guard ja auch noch verteidigen, weil er gute Defense hat. Also würde ich schon eher sagen, nicht unbedingt einen Schuss ins Knie würden sie Russell Westbrook jetzt noch wegtraden. Wird er da bleiben, Bruder, dann selber schuld. Dann ist das einfach wie, als wenn sie, also wirklich so ein Team-Stack, wie sie es die Knicks vor 2-3 Jahren gemacht haben, sich alle Power-Forwards aus der Liga holen und die am Ende für Big Value, also für viel Wert, wieder zurücktraden. Geht er und man bekommt Spieler auf anderen Positionen zurück, denn hat man mit Beverley und Dennis immer noch 2 tolle Point Guards, womit der Schröder-Deal von schön zu genial wird. Ich befürchte aber, dass mit jedem Tag, der vergeht, es unwahrscheinlicher wird, dass Westbrook geht, zumal der Media Day nicht einmal 2 Wochen ist und danach schon die Preseason anfängt. Das darf nicht sein. Aber die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt, vielleicht planen Pelinka und Co. etwas, vielleicht ändert die Schröder-Verpflichtung etwas bei der Personalie Westbrook, ich hoffe es wirklich. Wenn Patrick Beverley ist ein komischer Kost, stimmt, das habe ich ja gar nicht gesagt. Klar, der ist ein komischer Typ, aber ich kann mir gut vorstellen, wenn er gut bei den Lakers ankommt, vor allem LeBron ist ja eh so ein All-Happy-Guy, der immer alle glücklich macht, einen auf dem, Bruder. Ne? Außer wenn es dann schlecht läuft, dann ist er einfach abgefuckt. Und dass er am Anfang, wenn man mit Patrick Beverley richtig gut in die Season startet, dass man das durch die Season durchtragen kann, also weiter Probleme auftauchen und die vor allem so spielmäßige Probleme auftauchen, dann kann es da, ich denke mal, auch dolle knistern. Weil ich denke mir, Patrick Beverley wird auf jeden Fall auch nicht seine Fresse halten, auch wenn er bei den Lakers ist. Wenn nicht, wäre es schade, zumal Dennis da noch nicht wirklich die Chance bekommen würde, sich irgendwie zu beweisen. Und das will er ja eigentlich in diesem Jahr tun. Also, um den Schröder-Deal wirklich zu bewerten, werden wir, denke ich, noch ein bisschen Zeit vergehen lassen müssen. Fakt ist aber, die Lakers bekommen einen Spieler, der mit ordentlich Selbstbewusstsein in die neue Saison gehen wird, eventuell sogar in der Form seines Lebens. Und nun so heißt es auch nachher, hoffen wir, dass die deutsche Mannschaft für diese geile Europameisterschaft belohnen kann. Schreibt mir sehr gerne mal unten in die Kommentare, was ihr davon haltet, dass Dennis Schröder zu den Los Angeles Lakers zurückkehren wird. Danke fürs Anschauen, bis zum nächsten Mal. Nur du bist auch eiskalt, Digga. Lakers wären halt ein Play-In-Team, mal schauen.
Ausländische Point Guards in der NBA, die nie Highschool oder College in den USA gespielt haben, sind sehr rar gesehen. Allein diese Leistung von Dennis hat halt viel Respekt verdient. Ja, weiß ich nicht, Digga. Weiß ich nicht. Klar hat er schon recht, es gibt viele, die auf jeden Fall nicht College und Highschool gesehen haben. Aber heißt es denn gleich, dass es die Spieler besser macht? Weiß ich nicht, Digga. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall freut mich sehr, dass Dennis Schröder bei den Lakers angekommen ist. Endlich, Digga. Der hat ein vernünftiges Team gefunden.